Howdy, ihr räudigen O'Driscolls und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption 2. Heute wieder zusammen mit Lucy. Hallo. So, letzte Folge haben wir Mr. Dragic getroffen. Freunde, bevor es losgeht, ganz wichtig. Ich habe jetzt einen offiziellen, ganz offiziellen Discord-Server, liebe Freunde. Den findet ihr in der Videobeschreibung. Dank der Lucy, die hat den eingerichtet. An der Stelle nochmal ein Dankeschön. Gerne, gerne. Und checkt einfach die Beschreibung aus, da findet ihr den Link. Und noch was, liebe Freunde, ihr glaubtet nicht, meine Freundin hat mir einfach einen wunderbaren Shake gemixt, während ich hier in der Aufnahme sitze. Also ich habe wirklich die beste und schönste und tollste und hübscheste Freundin der Welt. Und nein, sie steht nicht neben mir und guckt, ob ich das auch wirklich sage. Lob geht an der Stelle auch nochmal raus an meine Freundin. Vielen Dank. Was hast du denn für ein Shake? Das ist ein, ich glaube, da ist Erdbeer drin. Also das ist, war vorher Eis, Erdbeereis mit Vanille, glaube ich. Und dann noch mit so Protein-Schoko-Gedöns verfeinert. Und schmeckt wie ein Traum. Nice. Wieso habe ich keinen Shake? Das ist eine gute Frage. Gerade. Ich kann dir aber gern einen zuschicken. Wie der dann schmeckt, ist eine andere Frage, wenn er ankommt. Ja. Bevor du jetzt drauf losreitest, wir wollten uns die Lampe angucken. Genau, liebe Freunde, ich habe das ja jetzt völlig vergessen. Wir hatten ja zum Schluss den Toten, das war sehr Dragic, dass wir den gefunden haben. Oh Gott. Ja, Freunde, ihr wisst es doch, hier kommen keine guten Witze, hier kommt nur... Ruckels schlechte Witzebuch, Eintrag 737. Ja, das müsste ich eigentlich echt mal rausbringen. Ein Dragiker Tod. Das habe ich ja schon damals bei Gothic 2 gesagt, bei deinem Let's Play, dass ich es echt bereut habe, nicht die ganzen schlechten Witze rauszuschneiden. Da hättest du echt ein ganzes Beste von schneiden können. Ja, muss ich eingestehen, so Freunde. Es ist schon manchmal sehr hohl. So, aber... Jetzt habe ich hier die Lampe. Ja, ich glaube, du kannst sie so hochhalten. Oder? Kannst du irgendwie in die Ego-Perspektive gehen? Ich weiß gerade nicht mehr, wie das geht. Ah ja, genau. Und jetzt dreh dich mal so ein bisschen mit der Lampe. Genau. Ah, lol. Die verändert ihre Farbe. Und wenn du in Richtung des Roboters guckst, leuchtet sie rot. Also das Also theoretisch könnten wir jetzt dem Rot folgen, oder wie? Genau. Okay. Ich hatte mir ein bisschen Sorgen gemacht, was jetzt mit dem Roboter ist. Ah. Dann können wir den jetzt finden. Und ich bin gespannt, wie du in der Evo-Perspektive jetzt hier klarkommst. Ja. Howdy, Panne! Und du musst ja nur gerade ausreiten, ne? Oh Gott. So. Ich frage mich ja echt, ob es Leute gibt, die das so spielen. Oh, bestimmt. Es hat ja irgendwie auch was, also es ist... Ja, also es gibt ja auch, also, na klar, manche Leute spielen halt gerne in Ego-Perspektive, weil das halt nochmal so dieses so, ne, man ist der selber der Spieler, so ist. Und ich finde das halt immer in so Third Person eigentlich immer cooler, deswegen mochte ich das bei Skyrim zum Beispiel nie so wirklich. Ach so, ja. Da hast du ja auch so diese Ansicht. Das hat mich irgendwie immer gestört. Mhm. Ich spiele echt lieber so Third Person-mäßig. Ah, ist interessant, weil bei mir ist es irgendwie genau andersrum. Ich bin eigentlich eher so der First-Person-Spieler, weil für mich ist es irgendwie immersiver noch. Genau. Aber es ist halt schade, zum Beispiel in Skyrim ist ein gutes Beispiel, wenn du halt eine richtig geile Rüstung hast, zum Beispiel. Ja. Siehst du nicht. Die siehst du nicht. Oder wenn du extra irgendwie Mods installierst, die das Kampfsystem aufbessern, du siehst ja in der First-Person nicht die ganzen Bewegungen und so. Okay. Ja, also mich... Ja? Ich komme hier irgendwie nicht hoch, merke ich gerade. Also mich stört bei First Person irgendwie immer am meisten, dass du wesentlich weniger eben siehst. Ja. Du bist halt sehr viel eingeschränkter in deinem Blickfeld. Und ich mag das eigentlich, wenn ich so links und rechts von mir alles so ein bisschen sehe. Und ja, ich habe immer Angst, ich verpasse irgendwas so quasi. Ja. Wenn ich nur so gerade ausgucken kann. Die Lampe da so rumbaumelt. Ja. Also irgendwie muss der ja übers Gebirge gekraxelt sein.
Irgendwie schon. Also, ich weiß jetzt gerade nicht, vielleicht gibt es irgendwo einen Vorsprung oder so. Pfeffi, komm! Der Typ denkt sich auch, was macht der da? Good morning! Good morning! So. Kann ich das sein? Kann das sein, dass ich schon wieder die. Ja, natürlich. Ich habe schon wieder die Kopfhörer falsch rum drin. Klassiker. So, also ich glaube, hier kommt man einfach nicht hoch. Also weder mit aber noch ohne Pferd. Ich glaub, du musst dann wieder rum. Boah, das ist echt ungewohnt, ne? Ja. Ich mag auch so, keine Ahnung, so Spiele, wo du Auto fahren musst und dann in First Person, finde ich auch mal ganz schlimm. Ja. So. Ja. Ich finde, das lässt sich einfach nicht gut steuern. Weil dann ist halt auch die Steuerung so klobig irgendwie. Ja, also so, nee, ne? Ja, weiß ich. Das ist irgendwie eingeschränkt. Okay, aber es ist, ich hätte jetzt gedacht hier so, aber das scheint ja, nicht zu gehen. Ist denn der Felswand eigentlich was oder habe ich mich da gerade verguckt? Da war kein Eingang oder sowas. Das sieht nur so aus. Okay, nee, das sieht nur so aus, glaube ich. Das kann ich. Ich glaube, man kommt auch nicht hier hoch. Ich weiß es nicht. Es sah halt so aus irgendwie, aber ich glaube nicht. Ups. Aber nee, du hast recht, da kommt man vermutlich eh nicht hoch. Kurz mal am Shake nuckeln. Mm. Okay. Was, ein Shake wäre echt nice. Oh. Ja. Dafür habe ich mir gerade zwischen der Aufnahme ein Kinder-Maxi-King gegönnt. Die sind auch sehr lecker. Nice. So, es wird röter. Echt gespannt, was uns auf unserer Reise noch erwartet. Mhm. Ja, weil du hattest so schon wieder so eine Ego-Perspektive halt durch die Gegend reitest, das kann halt so alles Mögliche passieren, gefühlt. Ja, so, das stimmt. Fels. Oder hinter mir taucht der nackte Mann auf. Genau. Kann auch sein. Aber sag mal, wo soll denn der jetzt sein? Das Witzige ist ja immer so, wenn ich dir mal irgendwas zugucke. Es ist immer so dieses Schöne, dass ich ja genau weiß, wo du hin musst. Es ist immer so schön, dann zu beobachten, wie du versuchst, den Weg zu finden. Ja, aber es kann natürlich auch sehr frustrierend sein, ne? Gerade bei mir. Ach nein. Und hinterher nach der Aufnahme erstmal alles zerkloppen. Ah, dieser Vollidiot. Nee, was ich immer nur sehr schwierig finde, ist irgendwas zu erklären, so weil ich ja nicht selber spiele und dann halt so, dreh dich mal so, nee, jetzt so, ja. Nee, in die Richtung. Das finde ich immer so schwierig dann. Ja. Zu vermitteln, dann, was man sagen möchte. Das hatte ich auch mal in einem Livestream bei irgendjemandem, dem ich auch bei, ich weiß gar nicht, was für ein Spiel das war, auch so ein bisschen unterstützt habe. Und dann auch halt irgendwie per Chat was erklärt habe, weil er halt irgendwas wissen wollte. Mhm. Und im Stream ist dann ja auch so ein bisschen so, du siehst es ja nicht so hundertprozentig live. Es ist ja halt immer so ein paar Sekunden versetzt. Und dann, man sieht ja auch dann nicht, ne, der Streamer sieht dann auch nicht sofort an den Chat und sowas. Ja. Und wenn ich dann irgendwie sage, ja, jetzt dreh dich mal nach links. Aber er hatte halt eigentlich schon sich komplett irgendwo anders hingedreht. Und das Links ist nicht mehr das Links, was ich meinte. Ja. So. Und dann so, hä, da ist ja gar nichts. Nicht erklären, ja. Ja, das glaube ich. Ups. Hey. Arthur jagt anders. Pfeffi ist einfach sauer. Ja. Ne? Er weiß auch nicht, was jetzt hier schon wieder Phase ist, was ich jetzt vorhab. Ist gerade einfach dieses Reh oder dieser Hirsch auf dich draufgesprungen? Kann sein. Ich habe es nicht mitgekriegt wegen First Person. Ja. Der so. Flog auf einmal so durchs Bild. So, komm jetzt hier! Zeige dich! Aber ich bin doch schon vor allem. Ich reite doch, ich guck doch immer. Ach ja. Nee. Tu ich nicht. Hä? Du bist schon echt ein ganzes Stück davon weg, ne? Ich bin ein Stück weg? Also, nee, ein ganzes Stück weg von da, wo du gestartet bist, meinst du? Ja, du bist doch schon gut unterwegs. Genau, und vor allem stand ich nicht hier und hab dann irgendwie nach da so geguckt und es war da irgendwie rot. Mhm.
Egal. Ja gut, vermutlich ist der Rotton auch irgendwie verschieden intensiv, ne? Dass du halt schon so grob in die Richtung guckst und irgendwie, wenn es so knallrot ist, dann guckst du wirklich drauf oder so. Ah, okay, ja. Kann ich mir vorstellen. Oh, verdammter Pfeffi, jetzt streng dich doch mal an! Ja. So steil ist das auch nicht. Oh. Ist doch nicht wahr. Du musst ihm damit drohen, dass er Notproviant wird, wenn genau. Er nicht spurt. Du bist nicht der erste, Pfeffi. Jetzt willst du an Teil 1 denken, an deine Todesrede. Ach ja. Oder zwei Minuten später das nächste. Ja, stimmt. Pferd. Oh Mann. Stimmt, da war es ja noch gar nicht Pfeffi. Da war es ja nur Pferd. Ja, ich nenne die Tiere immer bei ihrem Artennamen, wenn ich noch keinen Namen... Einfach Hund. Ach so, die Ausdauer ist leer. Ja, Pfeffi. Komm, dann gibt's hier einen Apfel und dann beruhigst du dich wieder. Kannst du ja nach 2 Wochen kann man ihn auch schon mal füttern. Ja. Aber bildet der sich dann ein? Hier, komm, gibt's noch einen Apfel. Muss ihm nur, wie viel waren es, 20 Äpfel geben, dann wird er stärker? Das stimmt. War das 20? Ich weiß gar nicht. So, für mich auch nochmal hier ein paar Pfirsiche oder was. So, komm. Kann nicht sein. Ich werde jetzt nicht die ganze Folge diesen verdammten Roboter suchen. Easy, boy. Oh, Mann! Pfeffi! Hä? Aber es ist doch nicht steil hier! Ich weiß auch nicht. Oder Moment, bist du vielleicht am Kartenrand und du kannst einfach nicht da hoch? Ja, das kann sein. Nee, eigentlich nicht. Nicht so. Ja gut, ich weiß halt nicht, wie... Ja, vielleicht ist es schon der Rand. Also, dass da einfach nicht hochgeht. Oh Mann, Pfeffi! Es ist schon nervig, ne, in der First Person, muss ich sagen. Aber ich kann doch da nicht drum rumreiten. Boah, Alter, das frustriert echt. So, komm, ich mache jetzt hier in... So. Guck mal so auf die Lampe. Warte, vielleicht geht's ja da drüben hoch. Nee, irgendwie hier will er nicht. Nee, nicht. Hier will er nicht, aber das ist genau die Richtung. Ach komm, dann halt's Maul. Tschüss. Okay, Arthur will auch nicht. Nee. Aber ich muss doch nach da, ich muss doch... Ich muss wirklich hier in die Richtung. Nee, dann geht das nicht. Normalerweise könntest du da langlaufen. Ich glaube, da hoch geht's nicht. Drehst du nochmal die Lampe in irgendeine andere Richtung? Vielleicht ist es dann doch noch nicht ganz rot, wenn du dahin guckst. Vielleicht ist es doch woanders. Ich würde sagen, hier ist halt wirklich der röteste Ton. Guckst oder so. Okay. Also wirklich? Sieht so aus, aber in welche Richtung guckst du dann, wenn du jetzt die Map aufmachst? Ich gucke... So, hier so. Ja. Oh. Okay, ja. Naja gut, dann könnte es ja auch irgendwie hier so sein, also. So grob die Richtung. Ja, vermutlich so grob die Richtung und nicht so genau. Also vielleicht einfach mal weiter Richtung Westen ziehen. Fiep. Gerade einfällt, das wollte ich schon unter eine Folge geschrieben haben, da habe ich wieder vergessen. Hast du eigentlich Ginseng-Elixier im Inventar? Ja, beziehungsweise Ginseng an sich habe ich und Ginseng. Ich glaube, ich habe den auch schon mal irgendwo also das Elixier auch schon. Elixier, weil das fiel mir nicht ein, das Ginseng-Elixier, das steigert nämlich permanent deine Lebensbar.
Ah, okay. Also beziehungsweise gibt Erfahrung quasi da drauf, dass das gesteigert wird. Vermutlich habe ich gesehen, wie du es eingesammelt hast, darum kam ich dann irgendwann in einer Folge da drauf. Ja. Ich nehme gerade wieder ein. Ich schau mal kurz nach. Ich will mal kurz gucken. Vorräte, Arzneien. Ginseng-Elixier, 6 Mal. Sogar 6 Stück. Nice. Ja, runter damit. Mmh. Genau, nice. Dann kriegst du so Erfahrungen da drauf und... 6 Stück, also es gibt gar nicht so viele, glaube ich, die man finden kann auch in der Welt. Wenn du 6 gefunden hast, ist das schon ordentlich. Huch. Gesundheit erhöht. Ja, guck mal an. Ja, damit. Rein damit. Ich stelle mir das immer vor, so immer so diese Szenarien, geht so jemand jetzt einfach da so den Weg entlang, guckt so, hä, was ist das denn? Und da steht da einfach so ein Typ auf seinem Pferd zwischen den Bäumen und kippt sich so eine Pulle nach der anderen runter. Ja, das ist normal. Aber jetzt stand hier gerade, dass mehr nicht geht. Oh, okay. Aber es ist doch noch, war jetzt noch nicht full. Eigentlich, also du hast ja noch nicht Max-Level, glaube ich. Ja. Oder? Nee, da fehlt ja noch. Vielleicht irgendwann nochmal warten und später nochmal versuchen. Komisch. Oh ja, dann dein Ring ist ja nicht voll. Nee. Also ich weiß gerade gar nicht, ob der komplett einmal rumgehen kann, aber ich gehe mal von aus. Du hattest ja da ja noch 2 Balken, die leer waren. Oh je. Oh je. Mm-mm. Ich sehe dich schon fallen. Ja. Pfeffi wird sein Ziel erreichen. Ja. Nicht heute, Pfeffi. Nicht heute. Weißt du, wo der ist? Ich weiß, wo der ist, ja. Bin ich hier in der Nähe oder bin ich noch ganz weit weg? Du bist noch weit weg. Dann würde ich nämlich sagen, wenn ich in diese Richtung muss, kann ich dann nicht irgendwie, weiß ich nicht, nach irgendwas schnell reisen oder so? Soll ich dir einen groben Tipp geben? Ja, weil wir sind halt jetzt schon bei 17 Minuten. Du musst ins Schneegebiet, auf jeden Fall. Du musst so in den Bereich, wo du den Prolog gespielt hast. Also so da, wo ihr euer Camp hattet. Ne, Prolog, ihr seid ja in den Bergen gestartet. Ja. Da hattet ihr auch dieses Camp in den Bergen bei diesen Hütten. So, wenn du da so in dieser Umgebung, da irgendwo musst du hin. So, kann ich... War das da? Ich weiß gar nicht, wo es war. Kann ich da irgendwie schnell reisen? Mount... Ich glaube, das hieß irgendwie Coulter oder irgendwie sowas hieß das. Wenn du mal ein bisschen reinzoomst. Coulter, hier. Genau, da war euer Camp. Ich habe jetzt zwar nicht die richtige Klamotte dafür, aber vielleicht geht's ja schnell. Ja. Ja. Dann würde ich jetzt... Was auf deinem Pferd? An Winterklamotten? Achso, das kann sein, dass ich was eingepackt habe. Könnte ja sein. Ja. So, dann würde ich, weil, wie gesagt, wir sind jetzt bei 18 Minuten. Ja. Nicht, dass ich die ganze Folge jetzt... Aber fand ich gut, wo du am Anfang schon abgestiegen bist und dann da auf dem Berg hoch wolltest, könnte der hier sein? Und ich denke mir nur so... Anderes Ende der Map. Genau. Ja, aber stell dir mal vor, du wärst jetzt nicht mit dabei. Ich würde wahrscheinlich... Ja, so müsstest du es ja eigentlich auch theoretisch machen, ne? Aber klar, du würdest die ganze Folge dann rumlaufen. Mhm. Und wer weiß, wie lange du jetzt versucht hättest, noch außerhalb der Map zu kommen. Ja, wer weiß. Boah, diese Schneeregion ist ja echt schön, ne? Ja. Ja. Das ist echt schön. Ich finde auch einfach den Schnee so geil, wie der... Ja. Wie man da Spuren hinterlässt. Ach, Freunde, hier hat alles begonnen. Wisst ihr noch? Oh, guck mal, wie am Zittern ist der Arthur. Mit seinem Hemdchen. Neuer Tagebucheintrag, was? Okay. Bin auch mal zurückgegangen, aber irgendwer oder irgendwas hat den Professor umgebracht. Und seine mechanische Kreatur gestohlen. Mhm. So. Wir müssen... Mal ein bisschen höher, Junge. Nach da. Yep. Oder auch nicht. Hä? Jetzt müssen wir nach da.
Okay. Baumel, Baumel. Boah, ich bin echt gespannt, was jetzt passiert, wenn wir den finden. Ja. Guck hier. 90 Grad Gefälle und Pfeffi reitet da locker hoch. Pfeffi ist eine Maschine. Oh, Freunde, ich glaube, wir kommen näher. Ich sehe keine Spuren im Schnee. Halt, 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 warte mal, warte mal. Ich will vielleicht mal die Ansicht wechseln. Es muss hier unter mir sein. Ich bin gerade auch etwas irritiert tatsächlich. Also hier zeigt der rot an. Wenn ich jetzt nach da gehe... Ja, geh mal aus der Ego raus. Guck dich mal um. Also, ich war jetzt auch der Meinung, dass der hier sein müsste. Naja, aber du hast ja recht, weil wenn ich jetzt... Ne, ich gucke jetzt nach hier, ist rot. So, wenn ich jetzt nach da gehe, wird's gelb. Das bedeutet, er muss einfach direkt unter mir liegen. Oder ist er vielleicht noch ein bisschen unter? Ich weiß es gerade gar nicht. Also vielleicht ist er über eigentlich, mir. Also eigentlich müsste der hier sein. Vielleicht liegt er vergraben unterm Schnee. Was ist denn hier? Aber das ist halt auch nur Gebirge, ne? Eigentlich müsste das Ding ist, das, was mich auch so irritiert hat, eigentlich müsste man seine Fußspuren im Schnee sehen können. Was sind meine? Das ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass es scheinbar ein bisschen buggt. Hm. Vielleicht bin ich zu früh oder so, vielleicht... Eigentlich nicht, eigentlich müsste das sofort gehen. Also der müsste eigentlich... Die Lampe führt dich ja auch hier hin. Und er müsste wirklich oben drauf sein. Ach, also er müsste auf dieser Kante liegen. Also er müsste auf jeden Fall oben drauf sein. Nicht irgendwie so an so einem Vorsprung. Also schon oben drauf. Eigentlich. Okay. Und du müsstest eigentlich dann auch hier seine Spuren sehen. Hier halt. Aber genau, dann müsste es hier so und ja, der müsste eigentlich hier oben sitzen. Dann müssen wir vielleicht später nochmal wiederkommen, Freunde. Ja, vielleicht. Aber zumindest wissen wir jetzt, wo er ist. Sein das soll. Das ist jetzt schade. Und dann kommen wir einfach später nochmal wieder. Das ist ja kein Die Lampe, Problem. Ne, zeigt ja auch an, ne? Du stehst ja quasi auf ihm drauf. Also. Ja. Also die Lampe lügt nicht. Schade. Okay. Aber da kommen wir später nochmal hin, Freunde. Da gucken wir einfach nochmal. Da wird er schon sein irgendwann. Oh, was mir gerade einfällt, vielleicht ist der nackte Mann ja Gavin! Gavin! Oder vielleicht jetzt einfach einmal irgendwie schlafen, dass Zeit vergeht und vielleicht ist er dann da. Einfach bis zum Morgen oder so. Mhm. Schlafen wir bis Mittag. Vielleicht wird das so, dass quasi so ein bisschen die Map neu lädt oder so. Schon komisch. Schon komisch. Komisch, komisch. Aber ist nicht so schlimm. Wie gesagt. Ja, find ihn wieder. Weggehen. Und freezen der Arthur. So. Also, dann gucken wir jetzt nochmal. Nach da oben. Was
man da von der Seite? Ja, ne? War das hier lang? Oder bin ich jetzt... Ich glaube, wir müssen wieder runter, oder? Es war halt so westlich von Coulter auf jeden Fall. Da ging irgendwo halt so ein Weg hoch. So zwischen den Felsen. Also nicht direkt Felsen, aber es war so Schnee auf jeden Fall zwischen den Felsen. Ich glaube, hier war das. Hier ist noch meine alte Spur. So, und dann drücken wir mal die Daumen, Freunde. Dass der da jetzt abhängt. Oh mein Gott, da ist er. Okay, man musste echt einfach die Map neu laden. Oh, ist schon irgendwie ein bisschen traurig. Ja, das stimmt. Ja. Und hier sitzt er dann bis in alle Ewigkeit. Hier sitzt er bis in alle Ewigkeit, es sei denn, du entscheidest dich dazu, ihn von seinem Leid zu erlösen. Aber im Grunde war es das. Okay, ich gehe mal hinter ihn, dann muss er es nicht sehen. Genieß noch einmal die Aussicht. Der Kleine. Ja. Wir haben ihn gefunden, liebe Freunde. Den verlorenen Sohn. Und da sitzt er nun und blickt auf die Welt herab. Oh Mann. So, dann würde ich jetzt sagen, reiten wir schnell zum Camp zurück. Da weißt du aber auch so, weißt du, so kurz oder so, so ein paar Schweigesekunden. Ja. So. Genau. Anyway. Oh. Ja. Aber mal zu den schönen Dingen des Lebens. Tahiti. Ja, meine Mission. Tahiti. So, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt zum Camp und talken nochmal zu Hosea und schauen mal, was der Bohr. Apropos Camp, hattest du eigentlich das im Haus gefunden, was nee, ich habe noch nicht nachgeguckt. Nee, ne? Ich habe noch nicht nachgeguckt. Ich wollte gerade sagen, wenn wir da sind. Leop. So, frei ausruhen. Schnellreise. Shady Bell. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Roboter gesucht und gefunden habt. Oder ob ihr generell nochmal im Labor wart nach der Mission. Also Hut ab, wenn ihr den selber gefunden habt, wenn ihr selber dahinter gekommen seid, wie das mit der Lampe funktioniert. Krass. So. Wie das alles aufploppt. Ja. Howdy. Ist der Eintopf fertig? Wahrscheinlich nicht. Ist eigentlich schön hier, ne? Also die haben hier ein Haus. Ja. Wenn das jetzt auch noch irgendwie gemacht wäre, richtig, also nochmal renoviert, das alte Ding, dann wäre das hier richtig, könnte man hier bleiben.
Gut, die Mücken sind wahrscheinlich richtig nervig. So, jetzt wollte ich mal schnell gucken. Ich habe nochmal einen Tagebucheintrag bekommen. Ja, da bestimmt jetzt nochmal was zu dem... Hab die mechanische Kreatur oben auf einem Hügel gefunden. Komische Sache, das Ganze. Hat aber gut gezeichnet. Das war es jetzt wahrscheinlich dann auch wirklich, ne, mit der Mission, ja, also. Genau. Germany! So pferdelose Kutsche. Ja. Jetzt weiß ich erst mal, was er meint. Ja. So, jetzt schauen wir nochmal hier rein. Was, du sagtest, an der Wand hängt irgendwas, ne? Genau. Ich meine, das war in dem Haus. Howdy, howdy. Hier ist nicht. Knarrt. Ja, es war in dem Haus. Okay. Hast du es schon gesehen? Ich habe es schon gesehen, ja. Hey, Arthur. Howdy, Molly. Miss O'Shea. Sie hat einen Topf. Ist der Eintopf etwa ready? Nell. Raus, raus. Pearson. Pearson. Wenn die Scheiße jetzt nicht köchelt, dann raste ich aus. Sehr gut. Endlich Eintopf. Nach 70 Folgen. Nach Wochen. Jetzt kommt einfach Pearson. Ah, danke. Nimmt ihn mir aus der Hand. Herzlich willkommen, würde ich schon sagen. Herrlich. Musste ich gerade an Gothic 2 denken. Da wirst du dich nicht mehr dran erinnern an die Stelle. Oh Gott, was habe ich da denn schon wieder verbrochen? Das hast du auch gemacht. Und es ging da um das Kloster, wo man Würste verteilen musste. Wenn du dich erinnerst. Ja, ist meine Großbruder. Genau, dann bist du halt so einfach so wieder so durch die Welt gelaufen. Und dann hast du irgendwie so angefangen, über so Delikatess-Knackwürste zu reden. Ach Gott. Und hast auch so gemacht. Das kam gerade so in meinem Kopf, weil das hatte ich nämlich auch ins Best-of geschnitten, die Stelle wieder so einen halben Vortrag über Delikatess-Knackwürste, wo das Stück 7 Euro kostet oder sowas geredet hat. Ja, eigentlich müsste ich irgendwie ein bisschen was Provision kassieren von Rügenwalder oder so. Wie ich da philosophiert habe. Und wie hier einfach jetzt überall, ganz provokant, hat da jemand die Couch erhöht mit seinem Eintopf? Die wackelt, deswegen hat er das hingestellt. So. Aber ich sehe noch nicht ganz, was an der Wand hängen soll, tatsächlich. Ja. Hier vielleicht das Rohr? Ist das so, wenn ich mich da hinsetze, wie beim Friseur, das dann irgendwie... Nee. Ich bin schon dran vorbeigelatscht, wa? Du bist irgendwo... Ich hab's irgendwo mal gesehen aus dem Blickwinkel. Also, es war nicht in dem Raum, wo du durchgegangen bist, glaube ich. Also, ich hab's im Nebenraum irgendwo gesehen. Oh, hier? Oha. Mein Steckbrief. Schöne Ansicht. Se busca por asesinato y traición. Punta orgullo. Oh! Nuevo paraíso. Javier Escuela, vivo o muerto. $1,000, Junge. Das ist natürlich geil. Das kennen wir aus dem ersten Teil, Punta Orgullo. Ja. Sehr ja, schön. Jetzt wissen wir auch, warum Javier hier rumläuft und nicht in Mexiko. Ich glaube. Der ist da. Waren da jetzt gerade zwei? Egal. Das ist natürlich geil. Und als ich das damals gefunden habe, ich war so. Ich wollte unbedingt rausfinden, ob man nicht noch irgendwo so Kopfgeld von den anderen Gangmitgliedern rausfinden kann. Mhm. So, das fand ich halt so mega interessant. So. Ne, von Arthur weiß man ja, das hatte ja schon der eine Agent gesagt, irgendwie, dass irgendwie 5000 auf Arthur ausgesetzt sind. Und ja, man findet aber leider nicht wirklich viel in dem Spiel zu den Kopfgeldern. Okay, also... Man kann auch ein Kopfgeld von Dutch herausfinden, aber das ist scheinbar ein altes Kopfgeld. Okay. Hey, Arthur. Hey, Arthur.
If we're gonna make it to this party, we sure as shit better clean up a little. So we're doing this? Oh, yeah. Old friend Dutch van der Linde's finally showing his true colors. Social climbing. Old Senor Bronte, that horrendous snake, has invited us to the ball, Cinderella. So my suggestion is we go and get you a gown. You son of a bitch. We are ridiculous. Utterly. I ain't never been to a ball in my life. Nor have I, if I am being honest. I used to quite often. There can be fine pickets. Oh, no pickpocketing. We are here to make real contact. What kind of contact? Well, I don't know. We'll find what we can. All I know for sure is we are going to a party at the mayor's house, and the guest of honor is the worst crook in town. I am sure that we will find something. Okay. Gentlemen, Luca. I'm afraid the mayor does not allow guns at official functions after last year's incident. Luca here will take you to Mr. Bronte. I believe he is expecting you. Follow me, gentlemen. This way, please, gentlemen. Senior Bronte will be so pleased. Mensch, der Arthur sieht ja richtig schnieke aus. Find ja auch immer gut. Die haben ja öfter solche Missionen, wo sie sich irgendwie schick anziehen oder ne, so irgendwie so tun, als ob sie jemand sind, die sie nicht sind. Mhm. Dann hast du da halt so Dutch, bei dem das so passt, Hosea sowieso, Arthur. Und die schleppen aber immer Bill mit. Der am wenigsten dazu passt. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich sollst du irgendwie Karen mitnehmen oder so, damit sie noch eine Frau dabei haben oder so. Das stimmt schon. Folge der Eskorte. Das sieht aber auch schön hier aus. So, Hallöchen. Schönes Anwesen. Oh. Warte mal, Leute. Ich hab mich verlaufen. Oh, der Marmor hier. Sehr schön. Also, wenn es hier in dem Haus nicht noch eine Schießerei gibt, dann weiß ich auch nicht. Aber gut, wir haben keine Waffen mehr. This is Saint Denis High Society. Yes, apparently so. And all these people, these are friends of yours, Senor Bronte? No, not quite. But they certainly are afraid of me. Like that one. See, that wretch? He's the mayor. Henri Lemieux. He'll do anything for a dollar, and I mean anything. Politics is a foul business. Yes. Oh, and that one too. That is Alberto Fusar. He owns a sugar plantation out on the island, and he comes here to whore and despoil himself. Oh, and that is Hobart Crawley, a Confederate major in the war. And a hero, they say, but that is his very young wife. I mean, a young mistress, that's the natural order of things, yes, but a young wife is unseemly. Oh, the Redskins. I have no sympathy for them, because whoever is stupid enough to get tricked by the Americans, no, they get what they deserve, huh? Yes, and a letter to the mayor. Oh, yeah, that'll save you. And that is Hector Fellows. Mm. This self-righteous newspaper man. Maybe you will kill him for me one day. Well, we're not paid killers as such. Not in cold blood, anyway. I did not know you were so particular that you wouldn't help a friend. Oh, I'm willing to help in any way I can, within reason. I'm going to pretend to understand what that means. I meant no offense, sir. But none taken. None taken! All these vulgar people. They hate me. Non vedo l'ora di guardarti morire. Well,
It has been wonderful conversing with you, but I can tell that you are very busy, and I won't waste any more of your time. Yes, yes, yes. Go, enjoy yourselves, and mingle with this vulgar scum. It'll make you long for the days when you could shoot each other and screw cows out on the open range. Those sure were the days. Good day, gentlemen. Good day to you. But before you go, what exactly are your plans here? Well, we've not made any... Well, we are going to need some money. Money, yes, of course. But there's money at the trolley station. They keep a lot of cash there in the day. Now, I could not involve myself in such matters. But you, as a guest, yes, as my guest, bah, do it, huh? Okay, good day, gentlemen. Goodbye. Okay, ragazzi, adesso il vino buono. Alter, dieser Typ. Das ist ja durch und... Alter, den... Leute, den heben wir für mich bitte auf, ja? Ich knalle den ab. Keiner von euch. Ich mach das. Egal über wen, er hat ja über jeden einfach nur ein schlechtes Wort gelassen und... Alter. Oh! Okay. Okay. Ja, Red Dead Redemption hatte irgendwie keinen Bock mehr, Freunde. Ist leider abgestürzt. Ich würde sagen, das bedeutet, wir sehen jetzt bei 41 Minuten, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis morgen dann zur nächsten Folge. Ciao.